Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde aus Oberbayern. Ich bin heute in einem Wald unterwegs, wo ich um diese Jahreszeit noch nie unterwegs war. Nicht mal ansatzweise. Ja, das erste Mal war ich hier unterwegs, letztes Jahr im September, habe den Wald wegen der Niederschlagskarten entdeckt. Letztes Jahr hat man einen ganz, ganz trockenen Sommer. Ja, und gerade hier in der Region hat es dann im September das erste Mal so richtig heftig geregnet und gewittert. Und dementsprechend habe ich den Wald entdeckt, ganz, ganz viele tolle Funde und Erstfunde gemacht. Ja, gerade an den blutblättrigen Zwergschirmling als Erstfund erinnere ich mich da sehr, sehr gerne zurück. Und natürlich gab es auch den ein oder anderen tollen Speisepilzfund hier. Gerade die Flockenhexen sind hier in extremer Anzahl zu finden gewesen. Ja, und genau diese Stellen möchte ich heute kontrollieren und natürlich auch so ein bisschen rumschauen, ob sich vielleicht weitere Knollenblätterpilze finden lassen, vielleicht endlich auch die ersten Täublinge. Ja, natürlich hoffen wir auch vielleicht auf den ein oder anderen spannenden Erstfund. Würde mich freuen, wenn es mich begleitet. Drückt vielleicht ein bisschen die Daumen und dann haben wir hier bestimmt eine ganz, ganz tolle und schöne Zeit in der Natur und das bei allerbestem Wetter mit strahlend blauem Himmel. Auf geht's! Ja, liebe Pilzfreunde, schaut's mal, wer nach nur 2 Minuten gleich mal den Anfang macht. Eine Art, die ich über Jahre vergeblich gesucht habe. Letztes Wochenende klappt es mit dem Erstfund und hier jetzt in dem Habitat tatsächlich gleich mal mit einem Zweitfund. Und zwar ist es wieder der natternstielige Schwefelkopf. Tatsächlich eine Art aus der Gattung der Schwefelköpfe, die meiner Meinung nach relativ unbekannt ist. Ja, den rauchblättrigen, den grünblättrigen oder auch den ziegelroten Schwefelkopf kennt eigentlich fast jeder, aber diesen natternstieligen Schwefelkopf eigentlich kaum. Ja, und hier klappt es nicht nur mit einem Einzelfund, sondern schaut's mal, da vorne eine kleinere Gruppe und hier sogar noch eine größere Gruppe. 3 Fruchtkörper habe ich schon entnommen, da werde ich jetzt noch die ein oder andere Detailaufnahme machen. Ja, der natternstielige Schwefelkopf ist kein Speisepilz, ist zwar ungiftig, besitzt aber einen sehr, sehr bitteren Geschmack und ist außerdem sehr, sehr klein und dünnfleischig, dementsprechend kein Speisepilz. Ja, und wir haben am letzten Donnerstag das Porträt zur Art veröffentlicht. Dementsprechend, wenn ihr mehr über den natternstieligen Schwefelkopf erfahren möchtet, dann schaut doch gerne mal in das Pilzporträt rein. Ich verlinke euch das wie immer gerne in der Videobeschreibung. Ja, und die, die es vielleicht schon gesehen haben, die können sich's natürlich sparen. Wunderbarer Start in die Tour. Bin schon gespannt, was hier noch alles zu finden gibt. Ja, liebe Pilzfreunde, schaut's mal, was hier am Wegesrand steht. Was für ein perfektes Exemplar vom grauhäutigen Scheidenstreifling. Auch die Scheidenstreiflinge sind bei uns im Pilzjahr 2023 angekommen. Ja, und das mit einem wirklich wunderschönen, großen, stämmigen Exemplar. Ja, und die grauhäutigen Scheidenstreiflinge sind für mich der typische Verwechslungspartner vom grünen Knollenblätterpilz. Schaut euch mal diese Hutfarbe an. Wirklich extrem ähnlich. Ich schaue mal im Archiv, ob ich ein ungefähr gleich großes, gleich altes Exemplar vom grünen Knolli finde. Dann blende ich es euch jetzt mal daneben ein. Ja, und hier im Sonnenlicht sieht der Fund fast noch ein Stück spektakulärer aus. Was für ein wunderschönes Exemplar. Ja, dass man da zur rechten Zeit am rechten Ort ist und die Schnecken den Fund auch dann noch so verschont haben. Ja, da muss man schon richtiges Glück haben. Und sowas findet man vielleicht 1-2 Mal im Jahr. Und dementsprechend muss man die Gelegenheit nutzen, hier jetzt vielleicht die ein oder andere Detailaufnahme zu machen. Gerade vom grauhäutigen Scheidenstreifling bräuchte man eh unbedingt wieder ein aktualisiertes Pilzporträt. Für uns hier jetzt aber erstmal die Gelegenheit, nochmal auf 1-2 Merkmale von den Scheidenstreiflingen generell einzugehen. Ganz, ganz wichtig ist zum Beispiel der geriefte Hutrand. Sieht man hier jetzt in der Sonne viel, viel besser als vorher im Schatten. Diese Rillen am Hutrand sind für die Scheidenstreiflinge ganz, ganz typisch, ja, und eins der Kernmerkmale. Ein weiteres Merkmal, ja, man hätte es bei dem Namen Scheidenstreifling kaum gedacht, an der Stielbasis wachsen die Scheidenstreiflinge aus so einer Scheide raus. Das ist dieses häutige Gebilde hier. Und auch ganz wichtig ist, dass diese
Scheinstreiflinge an der Basis keine abgesetzte Stielknolle haben. Ja, und das ist auch ein ganz, ganz super Unterscheidungsmerkmal, zum Beispiel zum grünen Knollenblätterpilz. Der hat an der Basis ja auch so eine Scheide, aber eine abgesetzte Stielknolle. Ja, und ansonsten sind diese Scheidenstreiflinge zwar leicht zu erkennen, auf Artebene manchmal vielleicht nicht ganz so einfach zu bestimmen, aber mit so ein bisschen Erfahrung geht es schon. Ja, und im Prinzip ist es zumindest auf dem Speisewert bezogen nicht ganz so wichtig, weil alle Scheidenstreiflinge essbar und eigentlich auch gute Speisepilze sind. Ja, und ansonsten muss man schon sagen, dass gerade dieser grauhäutige Scheidenstreifling dem grünen Knollenblätterpilz, wie gesagt, oder wie schon mal beschrieben, sehr, sehr ähnlich sieht, gerade auch von den Farben her. Aber wenn man sich eben diese Kernmerkmale einprägt, dieser geriefte Hutrand, diese Scheide an der Stielbasis ohne Stielknolle, dann kann man den Fund eigentlich doch relativ leicht vom grünen Knollenblätterpilz unterscheiden. Ja, ich mache meine Detailaufnahmen und dann hoffen wir mal, dass die Tour genauso weitergeht, wie sie angefangen hat und dass diese Ameisen vielleicht doch noch ein kleines Stückchen von diesem Scheidstreifling für die Detailaufnahmen übrig lassen. Ist ja der Wahnsinn, wie die hier angreifen. Ja, schaut's mal, wer hier am Wegesrand wächst. Ich weiß schon, was es ist, warum. Just an dieser Stelle hatte ich die Art nämlich letztes Jahr im September als Erstfund. Hutfarbe ist typisch, ja, der Buckel in der Hutmitte ist typisch. Und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man auch schon den typisch rauen Stiel rausblitzen. Das ist der Raustielweichritterling. Ja, und bevor wir noch ein bisschen näher auf diese wunderschöne Art eingehen, nehmen wir mal einen der zwei Fruchtkörper, die hier rumstehen, raus und schauen ihn uns dann im Detail auch von der Hutunterseite an. Ja, da haben wir schon wieder das Glück, ein ganz, ganz schönes Exemplar erwischt zu haben. Nicht das allergrößte, aber eins, bei dem man die Merkmale wieder mal sehr gut sehen kann. Wunderbar, besser geht's nicht. Ja, und was hat's jetzt mit der Art auf sich? Ja, insgesamt ist die Gattung der Weichritterlinge gar nicht mal so einfach zu bestimmen. Ja, es gibt so ein paar Arten, eben wie den Raustielweichritterling oder den Frühjahrsweichritterling, die man relativ einfach bestimmen kann, aber auch ganz, ganz viele Weichritterlinge, die gar nicht einfach zu bestimmen sind und bei denen es oft auch mal das Mikroskop braucht. Ja, dementsprechend ist dieser Raustielweichritterling schon so eine kleine Ausnahme, weil er eben durch diesen rauen, gepunkteten Stiel sehr, sehr einfach zu bestimmen ist. Der Raustielweichritterling ist essbar und wird in der Regel als minderwertiger Mischpilz beschrieben. Wieder mal eine von den ganz vielen Arten, die man für Speisezwecke sammeln kann, aber nicht unbedingt für Speisezwecke sammeln muss. Ja, ansonsten wird die Art als relativ selten beschrieben. Insgesamt kann man aber davon ausgehen, ja, dass sich dieses selten in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten in Luft auflösen wird, denn die Art befindet sich definitiv stark in Ausbreitung. Ja. Also da nehmen die Bestimmungsanfragen, in denen die Art vorkommt, ja, eher von Monat zu Monat als von Jahr zu Jahr zu. Dementsprechend ist die Art definitiv in Ausbreitung und wahrscheinlich auch gar nicht mal mehr so selten, wie sie ab und zu noch beschrieben wird. Dennoch ein schöner Fund, ist hier die einzige Ecke, wo ich die Art bisher gefunden habe. Ja, und freut mich, dass es auch im Pilzjahr 2023 mit dem Raustielweichritterling geklappt hat. Und das schon im Mai. Was will man mehr? Ja, hier befinde ich mich jetzt an einer von den vielen Stellen mit den Massenvorkommen von der Flockenhexe im letzten Herbst. Ja, und ganz so viel ist hier nicht los. Aber wenn man genau schaut, dann findet man sie. Und jetzt schaut's mal, was das für ein Prachtexemplar der Flockenhexe ist. Das dürfte mit Abstand der bisher größte und schönste Röhrling sein, den wir bisher gefunden haben. Ja, und auch wenn ich befürchte, dass die vielleicht doch schon so eine Spur holzig ist und zu alt ist, werde ich die jetzt mal rausnehmen. Denn zumindest für Detailaufnahmen und Schnittbild können wir sie auf alle Fälle verwenden. Ja, nehmen wir sie mal raus.
Ja, und auch wenn ich eher der Fan bin, junge Fruchtkörper zu sammeln, da haben wir doch echt wirklich Prachtexemplare gefunden. Ja, und ihr habt es beim Rausnehmen schon gesehen, erstens wie groß der Fund ist und zweitens, dass er nicht alleine ist. Auf der Rückseite hat sich tatsächlich eine zweite Flockenhexe versteckt. Absoluter Wahnsinnsfund. Ja, und ich nehme sie nochmal in die Hand. Diese Größe alleine ist schon der absolute Hammer. Ja, ist mit Abstand der größte Röhrling dieses Jahr, den wir gefunden haben. Dabei bleibt's. Ja, und was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, dass wir wieder ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür haben, warum sich's immer lohnt, die Boleten aus der Erde zu drehen und nicht abzuschneiden. Schaut's mal, wie viel von diesem Stiel hier unter der Erde war. Dieser ganze Abschnitt, den hätte man verloren, wenn man den hier genau an der Erde abgeschnitten hätte. Und dementsprechend, ja, bin ich da ein großer Fan davon, die Boleten aus der Erde zu drehen. Erstens, weil man dann viel mehr von dem Fund hat und zweitens, weil es halt auch einfach Spaß macht. Ja, dieses Knackgeräusch, wenn man die rausdreht, ist was ganz Feines. Wichtig ist halt, dass man nach dem Entnehmen der Fruchtkörper auf diese Art und Weise auf alle Fälle das entstehende Loch verschließt, damit das Myzel vor Austrocknung und Sonnenlicht geschützt ist. Aber ansonsten ist es vollkommen egal. Wir haben dazu auch ein extra Video gemacht. Wen es interessiert, ich verlinke auch das in der Videobeschreibung. Ja, nachdem ich jetzt sicherlich über eine Stunde überhaupt nichts mehr finden konnte, klappt es hier jetzt mit einer weiteren Art. Und zwar dem grünschneidigen Helmling. Hier oben ganz junges Wachstum, hier drüben altes und teilweise schon vertrocknetes Wachstum. Hier so ein bisschen dazwischen. Und hier nochmal der Blick auf Stiel und Lamellen. Schaut es nicht einfach nur toll aus, diese tollen Stielfarben in Kombination mit den beim linken Exemplar unversehrten weißen Lamellen. Ja, ist einfach eine ganz, ganz tolle, wunderschöne Art. Ja, das soll es für die heutige Waldrunde dann auch schon gewesen sein. War irgendwie so ein bisschen verrückt heute. Ja, die ersten paar Minuten geprägt von einem schönen Fund nach dem anderen. Egal, wo man hingeschaut hat. Erst die natternstieligen Schwefelköpfe, dann dieser wunderschöne Scheidenstreifling, dann die Weichritterlinge am Wegesrand und diese Flockenhexen. Ja, und als hätte man dann einen Schalter umgelegt, wirklich gar nichts mehr. Ja, nicht mal irgendwas Vertrocknetes am Wegesrand, nichts Zeigenswertes mehr dabei. Bis zum Schluss dann wenigstens noch die grünschneidigen Helmlinge aufgetaucht sind. Ja, aber trotzdem war es eine sehr, sehr schöne Waldrunde hier. Die Luft ist brillant, ja, die Sonne lacht, der Himmel ist blau. Es macht so, so viel Spaß draußen zu sein, auch wenn da mal wieder so eine Durststrecke von einer Stunde oder zwei dabei ist, wo man fast gar nichts findet. Ja, ich wünsche euch für morgen auf alle Fälle einen schönen Feiertag. Vielleicht dreht ihr auch noch mal eine Runde. Irgendwas findet man immer, auch wenn es, wie gesagt, jetzt um die Jahreszeit gerade typisch ist, dass auch mal eine Nullnummer zumindest für einen längeren Zeitraum möglich ist. Falls ich auf dem Weg zum Auto doch noch was finde, blende ich es euch natürlich ein. Und ansonsten sehen wir uns auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht's es gut und bis dann.